SpongeBob Schwammkopf habe ich gesagt. Ist so für mich, würde ich sagen, das Präsenteste, also, dass du den gelben Unterwasserschwamm da sprichst. Was sind noch so die Rollen, die du bisher synchronisiert hast oder die du aktuell noch synchronisierst? Also am bekanntesten ist wohl nach dem SpongeBob die Figur von dem farbigen Nachbarsjungen Steve Urkel aus der Sitcom Alle unter einem Dach. Dieser Nerd mit der Riesenbrille und den Hosenträgern, der ist, glaube ich, auch noch. Sag mal einmal bitte diesen Satz, den er immer sagt. War ich das etwa? Oder Ja. Hallihallo, Jungenschloss. Hallihallo, mein Dickerchen. Oder Hallo, Laura. Ist schon cool, ne? Du nimmst auch so eine ganze, so eine Charge irgendwie Ja, ein man in der ist dann Stimme. sofort in dieser Figur drin, ne? Ja. Gerade wenn man das länger gemacht hat. Aber ganz lange machen wir auch schon, das ist allerdings auch schon ein bisschen her, das kleine Ferkelchen Piglet aus Winnie Pooh für die Ja. kleineren Zuschauer, das kleine rosa Ferkelchen. Ja. Hat über viele Jahre auch viel Spaß gemacht und war sehr, sehr präsent. Aber auch wirklich Aber der ist niedlich. nicht mehr so angesagt, glaube ich. Dieses Ferkel, wenn ich, war Na, das dieses, was zumindest, immer es so ein gibt bisschen keine neuen traurig Filme. war? War das das traurige? Nee, das traurige Ferkel? Nee, die traurige Figur ist der Esel, der Der Ia, der immer Esel. seinen Schwanz verliert dann. Und Ja, der genau. das ist so der dieser. Aber das Ferkel, das war was für ein Charakter? Also, was hat das so ausgedrückt? Naja, der will immer allen helfen und dann sagen die immer, lass mal, du bist zu klein und er leidet drunter. Und da gab es auch einen Kinofilm mal von dem Ferkel. Ein kleines Tier mit einem großen Herzen. Ne? Und dann hat er einen Song gehabt, I want to be big. Dann hat das Ferkelchen gesungen, ich wäre so gerne groß, weil ich möchte allen immer helfen. Und die sagen dann immer, nee, lass mal, du kannst uns nicht helfen, du bist zu klein. Ne? Und dann singt er mal, I want to be big. Ganz, Oh ganz süß. nein, schon niedlich, ja. Ja. Wir haben heute eine Challenge vorbereitet. Also wir haben Ach, heute einiges mit dir vor. Habe ich Auweia. ja vorhin schon mal erwähnt, aber wir haben ein was vorbereitet und zwar mit meinem Kollegen dem Till. Der hatte in den letzten Sendungen immer schon so eine gewisse Challenge gehabt. Irgendwas musste er machen und er ist wieder hier. Er sitzt hier. Till, herzlich willkommen erstmal. Hi, Schön, dass hi, du dabei hi, bist. hallo, guten Genau. Abend. Am anderen Ende des Raums. Till, was für eine Challenge hast du heute für uns vorbereitet? Was hast du mit uns Oh vor? mein Gott. Und zwar, heute haben wir etwas, ja, sehr Besonderes. Und zwar habe ich mir gedacht, wenn man so ein Synchronsprecher ist, Und auch muss man Schauspieler. ja wahrscheinlich etwas schauspielern können. Ja, ich bin ja nicht Das. nur Synchronsprecher, ich Oh. bin ja auch hauptsächlich Schauspieler. Hab viel Oh. auf Bühnen auch gemacht Na und vor der dann. Kamera. Und du hast auch vor allem gesagt, eigentlich Synchronsprecher ist das falsche Wort, das heißt eigentlich Synchronschauspieler, deiner Meinung nach, oder? Ja, da sind große Diskussionen auch mit den Kollegen, weil das eigentlich wirklich falsch ist, weil wir Das Sprecher. ja Situationen, emotionale Situationen spielen und nachsprechen. Da geht es ja nicht nur darum, den Text aufzusagen, sondern wir müssen die Situation ja spielen. Also wir sind eigentlich Synchronschauspieler auch. Ja. Wir wollen dich doch trotzdem nicht unterbrechen, Jetzt sorry. aber. Genau. Auf jeden Fall, also man muss ja als Schauspieler auch logischerweise Schauspieler und dementsprechend überlege ich mir heute in der Stunde, die ich habe, einen Text oder besser gesagt eine Geschichte und die dürft ihr beiden dann schauspielern. Improvisieren. Genau. Impro-Theater quasi. Okay. Okay. Hast du schon Infos für uns, was für Rollen das werden, oder lässt du dir das jetzt alles Das einfallen? würde ich jetzt erstmal noch nicht verraten. Es Okay. kommt dann Okay, später. schauen wir mal. Aber falls ihr irgendwelche Ideen habt, kann ich die natürlich gerne mit einarbeiten. Okay, wir überlegen uns was. Oder würde ich sagen, also Ja. in der Stunde, wir haben jetzt genug Bedenkzeit. Ich wünsche dir viel Erfolg, wir lassen dich erstmal arbeiten und dann irgendwann kommen wir im Laufe der, wir haben ja 1,5 Stunden heute zu senden, aber die erste Viertelstunde ist schon weg, also Jo. Ja, halt dich vielleicht an. habe ich ja die Chance, mal auch was Böses, weil ich immer nur der liebe Nette bin. Das wäre doch Was mal reizvoll. Böses. Was Böses, nicht, Oder dass ich was ja Angst bekomme im Fieses. Studio, Santiago. Nein. Mein Gott. Aber wo man was sagt, wo man mich Bitte jetzt kein nicht so Drachen, bitte kein Drachen. spontan besetzen würde mit, ne? Das ist Bitte für einen nicht hier. Schauspieler immer reizvoller, ne? Ich habe Angst, dass ein Drachen hier kommt, weißt du? Dann mache ich Nein, einmal nein, so. nein, nein, Dann habe ich den Drachen besiegt. So. Ist wirklich so, ne? Du bekommst immer die lieben Rollen. Also Ja. SpongeBob, das Naja, Ferkelchen oder man ist bei Ferkel? den Ferkelchen. Besetzern auch in einer bestimmten Schublade, das ist schon Ja. so, ne? Na, du hast ja auch diese hohe. Ich möchte bitte einmal den SpongeBob hören von dir. Das Bonnie ist Der vorgesehen. SpongeBob, ja.
Oh weia, hoffentlich geht das heute nicht so lange. Ich muss ja noch nach Hause und den Gary füttern. Und dann werde ich noch mit Patrick telefonieren. Das wird lustig. Ja, also, ja total schön, total schön. Aber immer diese lieben Rollen. Ja. Du hast gesagt, du bist immer in dieser Schublade schon so ein bisschen drin. Ja, wobei man ja sagt, eine gute Besetzung ist halt schon die halbe Miete für eine erfolgreiche Rolle. Ja. Und da wird man natürlich auch nach Typ besetzt, das ist ja so. Ne? Und trotzdem ist es manchmal interessant, gerade eben für den Schauspieler selber, wenn man auch eine Figur zu spielen hat, die einem nicht so nahe ist, wo man, die man sich erarbeiten muss. Ne? Ja. Oder die einem vielleicht vom Charakter oder vom Habitus auch eher fremd ist. Mhm. Ne? Wo man auch an sich selber neue Seiten entdeckt, wenn man das jetzt spielen muss. Und das ist für einen Schauspieler immer reizvoller als das, was man auf Abruf machen kann. Da drückt man die Taste, ach, der liebe Nette lächelt dann, das ist immer freundlich. Mhm. Ist aber eigentlich für einen Schauspieler langweilig. Ja, aber du bist ganz oft auch irgendwie Papagei oder irgendein kleines Tier oder irgendwie so. Das ist natürlich, sagen wir mal, durch die Stimmcharge bietet sich das für bestimmte Sachen an. Ja. Schon gesagt, du bist so mit einer der einzigen Synchronsprecher, die mir jetzt einfallen, wo ich sagen würde, die haben so eine extrem hohe Stimme, die das wirklich so hoch in der Charge auch nochmal gehen können. Na, wir hatten damals einen Kollegen, der inzwischen leider verstorben ist, der in der Sesamstraße immer den Ernie auch gesprochen hat, ne? Der Gerd Duvner, der eine relativ hohe Männerstimme hatte, dann immer, ne? du Bert, der hat ja auch immer auf dem Level so gesprochen, nicht wahr? Und dann gab es einen wunderbaren Regisseur in Berlin, der auch eine relativ hohe Stimme hatte und der hat auch gesagt, ich konnte beim Synchron keine Karriere machen, weil die Stimmfach war belegt durch den Kollegen. Okay. Also da gibt es nicht so viele, das ist wohl wahr. Es gibt nicht viel, ja, wollte ich gerade sagen, also das meiste ist ja wirklich immer so die tiefe Stimme und... Da gibt es mehr, auf jeden Fall, ja. Ja. Was wir vorhin auch schon mal bequatscht hatten, als wir in Dresden unterwegs waren, was ich aber unbedingt nochmal ansprechen möchte, ist das Thema Frauen im Synchron. Ja. Also es gibt weniger Frauen Rollen zu vergeben. Ja, Frauen haben es generell schwerer, nicht nur im Synchron, sondern auch auf der Bühne vor der Kamera, im Schauspielberuf, weil das Rollenangebot so ist in der Regel oder meistens, dass es immer mehr Männerrollen, Männerfiguren zu besetzen gibt und die Frauenrollen sind immer in der Unterzahl oder meist, es gibt ganz wenige Ausnahmen. Das ist vor der Kamera, also in den Filmen so, auch in vielen Theaterstücken übrigens. Ist für Schauspieler ja auch nicht uninteressant und eben auch in den Filmen, die synchronisiert werden oder in den Serien. Und proportional umgekehrt sieht es aber aus, es gibt weniger Schauspieler und Synchronsprecher als Frauen. Also die Frauen sind in der Überzahl, die Kolleginnen. Es gibt aber weniger weibliche Rollen zu sprechen oder zu spielen. Okay. Na, und das heißt, die Frauen haben es da wirklich auch schwerer. Ja. Wenn wir gerade mal beim Thema schwer sein, schwere Rollen sind, gibt es so eine Rolle, wo du sagst, da kam ich an meine Grenzen, wo du gesagt hast, okay, die war besonders schwer zu sprechen, die war besonders aufwendig vielleicht auch? Ja, es gibt ja so spezielle Rollen. Einmal, das liegt aber auch schon lange zurück, glaube ich, in 80er Jahren war das oder was, da gab es einen Film mit dem Titel Die Maske. Das war nicht der Film mit dem Jim Carrey, der später kam, der auch Die Maske hieß, sondern war viele Jahre vorher. Wäre auch so ein typischer Corona-Film, ne? Die Maske. Ja, ja. Und da ging es um die Geschichte, die sich wirklich zugetragen hat mit einem behinderten Jungen, der so diese Elefantenkrankheit hatte, wo das so wuchert. Der sah also ganz schrecklich aus. Die Mutter spielte übrigens damals die Cher. Und da wurde auch ein Stimmcasting gemacht, weil es schwer zu spielen und zu sprechen war, die Rolle. Okay. Eric Stolz ist der Schauspieler, glaube ich. Der war damals noch am Anfang seiner Karriere und ganz jung. Und den habe ich damals gesprochen. Das war eine sehr intensive, akribische Arbeit, weil wir da auch nicht irgendwie ein Klischee bedienen wollten oder was. Ja, ne? Klar. Oder einfach nur irgendwie Mitleid heischen oder so, sondern haben die eben ganz unprätentiös so gespielt, aber auch mit seinen echten Gefühlen und Ausbrüchen, die er auch hatte. Ne?
Das war damals der Film Die Maske und Jahre später hier ein Almodovar-Film, alles über meine Mutter, wo ich einen Transsexuellen gesprochen habe. Und das war auch ganz witzig. Die haben Probesprechen, Probecasting gemacht mit Männern, die eine hohe Stimme haben und mit Frauen, die eine tiefe Stimme haben. Und der Almodovar hat sich das dann selber rausgesucht. Er kann, glaube ich, zwar kein Deutsch, aber der wollte die Stimme selber aussuchen. Okay, einfach nur so die Lage, die Tonne. Und er hat dann natürlich gesagt, naja, körperlich, biologisch ist das ja ein Mann, also es muss dann schon auch ein Schauspieler, ein Synchronsprecher sprechen, die Rolle. Ja. Und die Rolle habe ich dann gesprochen, Agrado hieß die Figur. Und da hatte ich eine ganz tolle Synchronregisseurin. In München haben wir den Film gemacht und das war auch eine tolle Arbeit, weil wir uns ganz viel Zeit genommen hatten, weil wir eben auch nicht irgendein Klischee bedienen wollten oder irgendwie das so, nicht jetzt so eine Klischeetunte oder was, sondern jemand, der in einem falschen Körper steckt eben. Ne? Ja. Ein junger Mann in einem Männerkörper, der sich aber als Frau fühlt und dann eben auch als Frau leben will und dann eben aber für sich ganz normal sich fraulich verhält, obwohl er eben in dem Männerkörper ist und die Männerstimme hat. Und das war schon nicht so einfach, war eine schöne Herausforderung, aber hat viel, viel Spaß auch gemacht. Das glaube ich. Er hat dann auch Preise, glaube ich, bekommen, der Film. Okay,